Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Jeanette und sprüße euch herzlich zu dem neuen Manhua Ersteindruck und zwar heute zu ihr letztes Mal. Ja, ein Titel, wo ich 2024 sehr gespannt drauf war, weil mir die gute Lisa den schon vor Ankündigung schmackhaft gemacht hat. Danke dafür. Wo ich allerdings jetzt am ersten Band sagen muss, ich habe gemischte Gefühle. Dazu nachher mehr. Erstmal halt, in ihr letztes Mal dreht sich alles um unseren Hauptcharakter Funshine. Nein, das ist nicht der Typ auf dem Cover. Die Frau auf dem Cover spielt irgendwie erst gegen Ende des Bandes eine Rolle. Ich verstehe auch nicht, warum sie auf dem ersten Cover ist, aber gut. Der halt, ja, einen nutzlosen Vater hat. Der sich eigentlich von ihm nur ein spezielles Gericht nochmal wünscht, aber er hasst seinen Vater so sehr. Das Problem ist, nachdem er ihm das nochmals eines Tages gesagt hat, erhängt sich der Vater. Mhm. Und das bringt ihn so aus dem Konzept, dass er sich den Kopf aufschlägt, seine Haare werden weiß, Tokyo Ghoul Style, das sind eigentlich Marie und Netz Style, aber gut. Und ja, nun, einige Jahre später, ich weiß gerade gar nicht wie viele, arbeitet er als Koch in einem Gefängnis und ist für die Henkersmahlzeit zuständig. Denn die Stadt, in der er wohnt, hat ein ganz besonderes Programm, was nochmal richtig polisht hier, Henkersmahlzeit, wo ich mir auch so maßen beim Lesen gedacht habe, ist in China eine Henkersmahlzeit echt sowas Besonderes? Aber gut. Und ja, man halt nun erlebt, wie er für Insassen ihr letztes Mal zubereitet. Und nun erstmal zu den Grundinformationen. Ihr letztes Mal soll laut Lisa einige Bände noch bekommen. Also es wird einer der längeren Manhua werden. Ich weiß gerade nicht mehr genau wie viele. Es stammt von Yifan. Der Preis beträgt 18 Euro. Ist dafür halt Großformat, Vollfarbe, bisschen dicker. Wisst ihr, ne? Bei Manlin und ist übersetzt von Lin Zihan. Und erstmal, was gefiel mir denn an ihr letztes Mal? Einerseits, ich finde, das ist ein sehr interessantes Konzept mit dieser Henkersmaß. Also mir fällt kein Manga-Äquivalent ein. Wo ich mir denke, das erinnert mich jetzt daran. Also wirklich dieses Henkersmahlzeitgedöns, das ist cool. Und es ist halt so gesehen wirklich, was wäre, wenn Soma aus Food Wars Henkersmahlzeitskoch geworden wäre. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Dazu, was mir auch einfach sehr gefällt, ist, dass die zum Tode verurteilen, nicht durch die Bank weg, als böse, 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 wie es in dieser Art Werk eigentlich normal so der Fall ist, dargestellt werden, sondern vermenschlicht werden. Es werden ihre Taten ergründet, warum sie etwas wie wo getan haben. Und jede Mahlzeit weckt Erinnerungen. Es ist jedes Mal etwas Besonderes, wenn sie die Mahlzeit von Fan Chan konsumieren. Das ist durchaus eigentlich was Cooles. Dazu informiert es einen relativ viel durch kleine Texte, die zwischen den Kapiteln stattfinden, ein wenig über die Kultur Chinas, was zumaßen hier im Westen ja doch, anders als zum Beispiel Japan, noch weitaus weniger bekannt ist. Und ich halt wirklich noch so gedacht habe, ah cool, so ist das also da, interessant. Dann wohl etwas Neutrales. Ich finde es zwar einerseits super, dass hier Triggerwarnungen hinten drauf sind für Gewalt, Mord, selbstverletzendes Verhalten, Missbrauch. Ich hätte mir allerdings noch eine für Tierquälerei gehabt, weil in einem Kapitel werden Hummer gekocht. Hummer werden Leben in heißes Wasser ergeben. Das ist Tierquälerei in meinen Augen. Das Tierquälerei ist zum Beispiel ein Thema, was ich nur ungern sehe. Deswegen hätte ich mir das einfach noch gewünscht. Aber jetzt auch der Grund, warum ich hier eben so gemischte Gefühle für habe. Denn jeder Fall ist in dem jeweiligen Kapitel abgeschlossen. Und es läuft mehr oder weniger immer auf selben. Fan Chan hat einfach keine Lust auf Leben, kriegt dann aber meistens irgendwie einen Auftrag, hey, hier, koch mal für den und den die Mahlzeit. Der erfährt dann ein wenig über die Tat, dann isst er das Gericht, wo dann auch richtig überlegt wurde, oh, worauf muss ich achten, Man kriegt Flashbacks vom Täter, emotionaler Ausbruch, Ende Kapitel. Der Typ wird getötet, nächster Insasse.
Das ist vielleicht am Anfang ganz nett, aber ich denke mir halt auf lange Zeit, okay, soll das jetzt in jedem einzelnen Band immer und immer wieder darum gehen? Ob das auf lange Sicht nicht langweilig wird? Ich meine, man hat einerseits dann halt hier die Frau, die noch relativ interessant wirkt und eben unseren Fanschan, aber ich muss halt auch sagen, Fanschan ist halt, joa, einfach Mr. Depri gefühlt. Ich finde die Umsetzung von ihm einfach nicht so prickelnd, dass ich mir denke, ja, da will ich mehr zu wissen. Und ich bin auch ehrlich, ich hätte mir einfach mehr von den Tätern gewünscht, dass man sich halt mehr als nur ein Kapitel Zeit genommen hat und die Tat nicht auf nur ein, zwei Seiten erklärt und dann weg. Weil dadurch fehlt es einfach an emotionaler Wucht. Du hast nicht so dieses Gefühl von Schlag ins Gesicht, in die Magengrube und noch einen Tritt in die Eier, wenn der Insasse dann seine Henkersmahlzeit isst, weil du denkst, ah ja, okay, du erfährst jetzt gerade was über ihn. Mhm. Ja, oh, so traurig, aber ja, mehr war es auch nicht. Und dann zermaßen halt, ja, das Artwork. Haut mich jetzt nicht um. Leider. Dementsprechend auch mein Fazit. Ich bin bei dem Werk sehr zwiegespalten. Es hat ein cooles Konzept. Laut Lisa soll es später auch besser werden, aber das kann ich nicht beurteilen. Was Potenzial bietet. Man lernt etwas über China, hat aber eben auch gleichzeitig einige Komponenten, wo ich mir denke, das ist vielleicht für ein, zwei Bände nett, aber wie sieht das denn langfristig aus? Und gerade wenn man eben dann auch noch bedenkt, 18 Euro pro Band ist nicht billig, lohnt sich das? Und da muss ich einfach sagen, nein. Ich meine, selbst wenn ich gerade mal noch sehr großzügig bin, kann ich dem Werk nicht mehr als eine 6 von 10 für den ersten Band geben. Und das ist wirklich großzügig. Dementsprechend kann ich hier auch keine Empfehlung aussprechen, was schade ist. Ich hoffe sehr, dass Band 2 wirklich, wie es mir versprochen wird, besser wird. Ich werde den zweiten Band auch lesen. Wenn ich dann mit den gelesenen Updates wieder anfange, werde ich darauf wahrscheinlich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber so wie es jetzt ist, sage ich, da kriegt ihr für 18 Euro Besseres. Auch bei Manlin selber. Dementsprechend leider erstmal keine Empfehlung. Aber ja, so viel dazu. Nun möchte ich natürlich von euch wissen, habt ihr ihr letztes Mal gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Schreibt es mir gerne unten rein. Ansonsten über einen Daumen nach oben, über ein Abo sowieso und zum Beispiel. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.